Und genauso auch die Frage der direkten Demokratie, die mir und uns immer am Herzen gelegen ist. Nur muss man dann natürlich in Regierungsverhandlungen sehen, was ist realpolitisch möglich. Und da bin ich schon stolz, dass wir erstmals in der Zweiten Republik eine Gesamtänderung der Verfassung für mehr direkte Demokratie in einem Regierungsprogramm verankert haben, wo ab 2021 auch sichergestellt werden soll durch eine Volksabstimmung, dass dann für nationalstaatliche Fragen ein Volksinitiativrecht kommt. Das heißt, das Volk nicht mehr Bittsteller ist, sondern verbindliche Volksbefragungen erzwingen kann. Zwar mit einem Quorum, das ich gerne wesentlich niedriger hätte, aber dann muss man sich irgendwo finden, damit überhaupt einmal der Pfeiler der direkten Demokratie eingeschlagen wird.